gehen wir in den Ofen, 6 Minuten 180 Grad. Ja, ja. Aus dem zweiten Ofen haben. Machen wir zusammen noch ein Fötterchen mit dem Knochen. Ja. Action! Herzlich willkommen. Danke vielmals. Dein Lieblingsgericht, mein Decker, Antergott und das Filet. Wichtig ist, wenn man ein grosses Stück Fleisch macht, dass man sie mindestens 2 Stunden vorher rausnimmt. Wir machen Rosmarin-Herdöpfel dazu, ein bisschen Blattspinat, dass da etwas Gesundes auf dem Teller ist. Sehr gut. Herdöpfel brauchen relativ viel Salz. Wir nehmen schlechten Salz ab. Vor allem, wenn es Schale hat. Halbiert und ich nur die Hälfte, weil wo die Schnittfläche ist, nimmt das Salz gut. Wow, das ist schlecht. Salz, Fleur de Sel und getrocknetem Rosmarin und schwarzer Pfeffer. Grosszügig salzen, dann kannst du das schön einreiben. Beim Filet ein bisschen aufpassen, weil das ist ein bisschen zarter, oder? Ja, okay. Die Wände, so genau, das überall. Genau. Butter hat halt den Milcheiweiß Zucker und das tut schön karamellisieren. Yeah. Und mit dem ist das Gitter. Jetzt gehen wir in den Ofen, 6 Minuten 180 Grad. Ja, ja. Junge Knobli, in der Zwischenzeit das Fleisch nehmen wir nochmal bis 70-80 Grad ruhen lassen. So. Aus dem zweiten Ofen hoch. Jetzt gartet das von heute. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten. Das Fleisch muss mindestens 10 Minuten ruhen. Lieber 20. Okay. Dann bleibt ja der Saft im Fleisch innen und nicht außerhalb. 46, 47, 48. Ja. So ist ein schönes Senja. Und da nehme ich an, dass er etwa ein paar Grad weniger hat. Du siehst ja, der Knochen geht da so durch. Jawohl, ja. Siehst du, mit dem Knochen ist es noch schön rot, oder? Das Filet auslösen. Schon noch wunderbar rot. Das Fett lasse ich dran. Ich weiss nicht, es gibt die es gerne haben und andere, die es weniger gerne haben. Ein bisschen Oliven nehmen und jetzt ziehen wir anrichten. Einen grossen zusammen. Das schmeckt schon gut, ja. Sehr gut, das freut mich. Schön, also vom Guten. Ja, danke. Sollte ich von mir nicht abhalten. Genau. Bitte, viel Glück miteinander.